So, dann machst du mal. Ach, du hast nur Balsam 3. Das geht dann natürlich nicht, aber du hast Balsam 4. Dann müsstest du ihn heilen können und du kannst währenddessen mal entgiften. So, dann sind wir wieder fit. Perfekt. Gut, zu holen ist ja hier im Kampf leider. Doch, hier ist was zu holen. Aha, Harpienfedern. Aber beim Rest nicht, oder? Ich schau mal kurz. Doch, da war glaube ich, oder? Nee, da ist auch keine. Nee, da ist nichts zu holen. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt mal zum Höhleneingang, weil als nächstes werden wir in die Höhle reingehen. Das machen wir aber nicht mehr heute. Was ist denn jetzt hier los? Da ist noch eine Harpie. Da oben. Das ist, glaube ich, eine, die wurde einfach vergessen. Oder ist das eine einzelne Harpie? Die ist aber nicht hier. Die sind da oben wieder. Da oben sind die, glaube ich, wieder, oder? Ja, da oben sind wieder Harpien aufgetaucht. Die lassen wir jetzt mal Harpien sein. Wir gehen jetzt in die Höhle rein. Oder? Jetzt wollte ich gerade sagen, das mache ich in der nächsten Aufnahme. Aber irgendwie möchte ich die Harpien da oben jetzt noch erledigen. Deswegen machen wir das jetzt noch. Dafür werde ich mich jetzt aber ein bisschen besser vorbereiten. Also erstmal kommt die hilfreiche Tatze. Mist, jetzt sind wir schon im Kampf. Okay. Fulminictus. Eine gute Entscheidung. Und du gehst einfach hier in den Kampf rein. So. Sehr gut. Jetzt aber trotzdem wir schon wieder zu schwach. Wir werden hier schon wieder angegriffen, gell? Das ist richtig fies. Okay, aber die eine können wir gleich rausnehmen. Ich glaube, die ist gleich raus aus dem Kampf. Ja. Die hat schon die erste Wunde. So schaut es nämlich aus. Und du machst mal einen Ignifaxius zur Abwechslung. Ich weiß, der dauert länger und ich weiß, das ist nicht optimal, aber wir wollen noch ein bisschen Abwechslung am Spiel haben, oder? Es geht mir nicht immer um die Perfektion. Sie ist jetzt einfach wütend, Krea, dass wir hier schon wieder gegen die kämpfen müssen. Und aus diesem Grund machst du hier mal einen Wuchtschlag. Macht sie das jetzt einfach so. Sie schaut sehr schlecht aus, muss man sagen, mit 4 Wunden. Könnte sich natürlich selber heilen, aber sie ist voll umzingelt, ne? Krass. Sehr gut. Du machst jetzt einfach einen Wuchtschlag gegen diese Dame. Und sie müsste gleich aus dem Kampf raus sein. Und zwar jetzt ist sie aus dem Kampf raus. Das war ungünstig, weil sie so weit vorne stand, weil ich ja eigentlich nur die hilfreiche Tatze holen wollte. Ich wusste nicht, dass wir dann schon mitten im Kampf sind. So, du gehst gegen die hier. Du machst einen... Ich meine, Befreiungsschlag wäre, glaube ich, hier gar nicht schlecht, oder? Wo steht er denn? Nein, wir machen einen Wuchtschlag dahin. Und du kämpfst einfach hier. Die hat noch einen Lebenspunkt, das sollte passen. Jetzt hat sie keinen mehr. Sehr gut. Und dann kannst du nochmal ein Corpo Frigo machen. Einfach der Abwechslung halber. So. Naja, wir haben ja die hilfreiche Tatze. Also es sind nur 2 Gegner, das sollte jetzt kein Problem sein. Vorher war es nur ein Problem, weil nochmal eine zweite Gruppe Harpien aufgetaucht ist. Sehr gut, das haben wir auch erledigt. Und das muss sie sich gleich schon wieder selber verbinden. Wahnsinn. So, der Corpo Frigo hat gewirkt, den kann ich mir auch mal aufschreiben. Den habe ich mir schon aufgeschrieben. Was hatte ich noch gerade gemacht? Ja, einen Fulminictus, aber den brauche ich auch nicht aufschreiben, weil da sind wir schon auf Maximum. So, du Arme, dann verbinde dich mal selbst bitte und du machst einfach mal einen Balsam bei dir selbst. Jetzt hat das Krea Stufe 12 erreicht, aber es ist schon sehr bald soweit, damit sie auch den besseren Balsam bekommt. Was? Doch, die Wunden gehen weg. Ich dachte schon, die Wunden gehen nicht weg, aber die Wunden gehen weg. Dann verarztest du bitte auch unseren Bären. Gut, da oben ist sonst nichts mehr. Dann gehen wir jetzt in die Höhle rein. Und ich werde jetzt erstmal trotzdem... Ich werde jetzt erstmal nicht die Aufnahme beenden. Wenn wir in die Höhle reingehen, ein bisschen Höhle erkunden können wir vielleicht schon. Und dann werde ich die Aufnahme demnächst aber beenden, wenn wir schon ein bisschen durch die Höhle marschiert sind. Puh, wir werden definitiv speichern, aber vorher werde ich hier mal nochmal einen Armatrutz holen. Den Armatrutz 5 kriegen wir für Krea dann auch. Das ist auch schön. Genau. Also Butu mache ich nicht, weil ich jetzt nicht damit rechne, dass wir sofort angegriffen werden, wenn wir in die Höhle reingehen. Aber wer weiß. Wer weiß. Wie lange hält der Attributo vor? Ja, doch einige Zeit. Sehr schön. Ach, halt.
Wenn dann alle zusammengehen. Und hier geht mal wieder Vorkrim vor. Wenn es um Höhlen geht, ist Vorkrim derjenige, der den Ton angibt. Oh, und wir müssen noch die Rüstung anziehen. Für unseren Dranor. Das muss man noch schnell machen, bevor wir in irgendwelche Kämpfe verwickelt werden. So, und den Helm. Wo hast du den Helm denn hin? Da ist er. Zack. Gut, wir sehen hier nur wenig. Aber ich glaube, das ist ganz gut, weil wir wollen uns jetzt erstmal auch ruhig hier reinschleichen. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier sofort auf einen Gegner treffen. Oh! Da ist eine Smaragdspinne, die hier auf uns lauert. Spinnen haben Angst vor Feuer, also werden wir hier in Fulminictus reinjagen. Und was kann sie machen? Ja, sie kann Ignifaxius machen. Und du kannst theoretisch einfach ganz normal angreifen und du kannst einen Wuchtschlag machen. So machen wir das jetzt. Wie viel hat die denn, die Spinne? 250 Lebenspunkte. Krass. So, die Nahkämpfer nach vorne, aber die hat sich trotzdem die Zauberinnen hier rausgesucht. Das ist nicht gut. So, der Ignifaxius kommt schon. Dann kommt noch ein Fulminictus hinterher. Okay, sie hat 230 Punkte noch und sie brennt. Sehr gut. Dann machst du doch mal einen gezielten Stich, würde ich sagen, weil wenn sie so viele Lebenspunkte hat, lohnt sich das hier. Du greifst nochmal einen Fulminictus an und du machst mal einen Wuchtschlag, liebe Krea. Sehr gut, das hat die Krea gut gemacht. Sie hat schon vier Wunden. Vier Wunden hat sie schon, ja. Können wir nochmal einen Fulminictus machen. Du greifst einfach an. Und da kommt nochmal eine Wunde und sie ist tot. Jawollo! Und dann haben wir richtig viele Abenteuerpunkte bekommen. Drei Abenteuerpunkte für die, die noch nicht Stufe 12 sind, sehr gut. Und Krea hat dann fast nur noch 85 Abenteuerpunkte. Gut. Was gibt es denn hier zu holen bei der Smaragdspinne? Okay. Giftzahn, Seidendrüse. Die Giftzähne brauchen wir ja, wissen wir inzwischen schon. Ich speichere. Habe ich vorher gar nicht gespeichert, ne? Nein. Dann geht's weiter. Uns geht's ja sonst gut. Und hier wächst irgendwas. Schaut mal, hier wächst irgendwas. Ich sehe es nur nicht. Oder ist es über uns? Da steht Efeuer. Aber ich sehe es nicht. Da ist nirgendwo was. Ich muss mal schauen. Diese Richtung muss es sein, oder? Hier, da ist es. Sanja. Dem Wind folgen. Mein Atem geht ruhig. Na. Kriegen wir irgendwie nicht. Lass dich treiben. Kriegen wir nicht. Okay. Der ist da zu stark verwachsen, der Efeuer. So, hier langsam rein. Ich befürchte, dass da noch mehr Spinnen kommen. Und da kommt schon eine. Und wisst ihr was? Es kann sein, dass die natürlich noch Begleiter hat. Wir schicken hier mal einen Feuerball. Und der Rest soll einfach mal hier stehen bleiben. Nicht so auffällig. Ah, da sind schon Begleiter. Schaut mal, eine kleine Smaragdspinne. Und noch weitere kleine. Haha. Sehr gut. Sehr gut, Krea. Dann Fulminictus. Wir machen erstmal die große Blatt. Du machst den gezielten Stich, bitte. Nein, das ging nicht. Und du machst den Wuchtschlag. Auf die große. Die kleine ignorieren wir erstmal. Oh, der geht schon wieder zu Krea hin, ne? Die große Spinne, die wissen schon, was sie machen. Sehr gut, sie hat schon drei Wunden. Wir sollten vielleicht nicht unsere Zauberenergie. Ah, sehr gut, sie haben wir schon erledigt, weil sie Wunden hat. Und dann kommen die Kleinen. Die Kleinen bekommen auch jeweils einen Fulminictus präsentiert von uns. Wie viel haben die denn? Die haben nur 35 Lebenspunkte, okay. Dann machst du mal hier einen Angriff und du machst einfach einen Wuchtschlag. Nutze ich fast gar nicht einen Wuchtschlag beim Zwerg. Vergiftet worden? Nein. Sehr gut. Eigentlich würde sich jetzt mal ein Rundumschlag hier beim Zwerg, glaube ich, lohnen. Okay, wir haben sie fast alle. Das ist, glaube ich, sind nur noch zwei da. Eine ist noch da. Oh, er ist vergiftet worden. Und umgeworfen worden, aber kein dauerhaftes Gift. Sehr schön. So, jetzt kann man hier wieder einiges holen. Von den Spinnen, die sich hier die Höhle bewachen, offensichtlich. Ja,
steht denn hier? Da steht irgendwas mit Spinnen, glaube ich, oder? SP? Spinnenhöhle oder sowas? Kann das sein? Dann schauen wir mal. So, ups. Du gehst mal weg, bitte. Du auch. Da haben wir noch eine. Ja, das dauert leider jetzt ein bisschen, bis wir das hier alles geerntet haben, in Anführungszeichen. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig. Da werden wir auch gleich nochmal unseren Armatrutz erneuern. Der läuft langsam aus. Kannst du eigentlich schon mal machen, Krea, oder? Und dann als nächstes du, meine Liebe. Bald hat auch Krea den Armatrutz Stufe 5. Sehr gut. Steht hier wirklich Spinnenhöhle drüber? Ich weiß es nicht. Es kann schon gut sein. Moment, sehe ich hier nichts. Nichts Achtbeiniges herumkräuchen. Doch, da steht da was mit Spinne. Spinnen. Was ist da? Da ist Feuermoos. Okay. Das andere war aber E-Feuer. Da steht jetzt Feuermoos, das ist was anderes. Spinnen. Da steht irgendwas mit Spinnen auf jeden Fall. Boah, schaut mal den Nebel, ist ja krass. Gut gemacht und da ist die nächste Spinne. Oh ja, Schmarktspinne. Pass auf. Zack. Sprich, Freund. Mandaya Ioi Banda. Ich hoffe, der kommt schnell, der Feuerball. Schneller! Nein! Es ist zu spät. Gut, dann kommt da jetzt auch ein Fulminictus. Und da kommt ein Fulminictus. Und da kommt ein gezielter Stich. Und da kommt ein Wuchtschlag. Ups, Wuchtschlag. Was wollen die da jetzt, diese Libelle? Was soll denn das werden? Uah, wie eklig. So, dann kannst du mal einen Befreiungsschlag machen. Ich glaube, das passt jetzt in dem Moment sehr gut. Und du kannst einen ganz normalen Stich machen. Das geht gegen Krea, aber die ist ja gut geschützt gegen den Armatrutz. Die hat schon 2 Wunden, jetzt hat sie schon 3. Sehr gut. Du kannst nochmal einen gezielten Stich machen, dann wäre sie wahrscheinlich raus, ne? Machen wir das. Machen wir das. Aber ich glaube nicht, ich glaube, das wurde nur noch nicht verrechnet mit den Ausdauerpunkten, weil 20 käme ein bisschen wenig vor. Aber wir können mal gucken. 19, doch, tatsächlich ist es so. Und der Todesstoß braucht dann 30. Da braucht er vielleicht auch nochmal Ausdauer 2 und Ausdauer 3 für unseren lieben Tranor. Okay, dann greifst du jetzt auch erstmal mit einem Wuchtschlag hier an. Du mit deinem Speer. 94 hat sie noch. 4 Wunden hat sie jetzt, sehr gut. Und dann kommt hier nochmal ein Fulminictus. Vielleicht reicht es auch schon, genug Wunden zu erzeugen. Wuchtschlag. Wir machen hier erstmal die Mutterspinne sozusagen durch. Ja, das haben wir jetzt geschafft. Und jetzt kommt der Rest. Da schaffen wir auch schnell, die sind nur zu zweit. Ach, der Bär kämpft da noch gegen eine. Ach, der hat schon eine kaputt gemacht, sehr gut. Spinnennest wird da wahrscheinlich stehen, schätze ich mal. Sehr gut. Jetzt haben wir nur noch eine und der Bär hilft auch mit. Und das war's. Perfekt. Puh, na gut. So hätte ich mir die Untotenhöhle nicht vorgestellt, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber naja. Macht ja eigentlich schon Sinn, dass da auch noch andere Ungetüme drin wohnen. So, ihr geht mal zur Seite, bitte. Damit wir hier Platz bekommen für unsere Tätigkeiten. Tierkunde bei Quendala. Dann natürlich ein Fulminictus. Ich glaube aber nur nicht, ich glaube nicht, dass wir den steigern können. Ausdauer 1 habe ich immer noch hingeschrieben. Dann den Ignifaxius bei Krea und den Feuerball bei Krea. Den setzen wir ja doch immer ganz gut am Anfang ein. Das gefällt mir. Und den Attributo Körpergraf würde ich ganz gerne lernen, wenn wir Gelegenheit dazu haben. Ich hoffe, die Gelegenheit kommt bald. Das
Sehr schön. Dann da oben noch. Wir wachen, haben die da was bewacht eigentlich? Das wäre doch mal schön, wenn es da auch mal ein paar schöne Schätze gäbe. Ich finde, das fehlt im Spiel ein wenig, dass man mal was so richtig Cooles findet. Man findet zwar schon interessante Sachen, aber meistens ist es einfach nur irgendwie ein Quellwasser oder irgendwie sowas. Aber so richtig coole Sachen findet man irgendwie nicht selten. Gut, ich wollte mal kurz hier schauen. Spinnennest wahrscheinlich steht da ja. So, und da geht's weiter nach oben. Lass das mal vor Grimm machen. Ich schaue einfach mal hier hoch. Da ist was, ja, ein Kraut. Sprich, Freund. Feuermoos nochmal. Aber sonst ist hier... Doch, da geht's weiter. Okay. Hier geht's irgendwie weiter in eine nächste Ebene, oder was? Ich versuche mein Bestes. Aber auf der Karte ist es nicht eingezeichnet, dass es hier weitergeht. Doch, jetzt ist es eingezeichnet, okay. Und da kommt die nächste Spinne. Boah, nee, komm. Ist ja eklig. Ist ja ätzend. Komm, geht erstmal alle da runter. Du auch, Vorgrim, was ist los? Es geht los. So. Puh, es sind aber nur kleine Spinnen. Ich sehe jetzt keine große hier. Nur kleine. Okay, gut. Dann machen wir Fulminictus hier. Und du machst Fulminictus dort. Du machst einen... Na, gezielten Stich braucht man eigentlich schon fast gar nicht, oder? Die haben ja nur 35. Naja, kann man trotzdem machen. Gezielten Stich. Und du machst einen Wuchtschlag auf die hier. Boah, da wuseln sie raus. Aber zumindest gehen sie nicht zu unseren Magierinnen. Das ist doch schon mal gut. Sehr gut. Dann greifst du einfach an. Super. Dann ist die eine, glaube ich, erledigt. Weil wir die nicht mehr anvisieren können. Du nimmst jetzt ausnahmsweise mal wieder deinen Bogen. Und kannst hier nämlich dann mit dem Bogen die letzten Lebenspunkte eh noch abziehen. Sehr gut. Du machst wieder... Nee, keinen Wuchtschlag, einen normalen Schlag. Die hat ja nur noch ganz wenig Lebenspunkte. 5. Oh, bewusstlos. Beziehungsweise betäubt oder belämmert. Gut, und dann kommt nochmal ein Fulminictus bitte hier. Und dir auch. Und bei dir kommt ein Wuchtschlag. Die anderen kriegen schon gar keine Abenteuerpunkte mehr. Doch jeder kriegt einen inzwischen. Jeder bekommt einen. Hast du das Kreat hat schon den nächsten, die nächste Stufe erreicht? Nee, eigentlich nicht. Ich dachte, die bringen 2. Aber die bringen offensichtlich nicht 2. Ja, ich. Du kannst nochmal einen gezielten Stich machen. Die Frage ist, auf wen? Auf einer, die noch viel hat. Vielleicht auf die hier. Ich versuche mein Bestes. 4 sind es noch. Hier Spinnies, okay. Das war gut, vollkommen. Sehr gut sogar. Sehr gut, 3 noch. Die Bären jetzt auch noch sehr gut. Das passt. Die, wir machen jetzt gerade gar nichts mehr, ne? Das war's. Ja, das war's. Okay. Das war es mit diesem Kampf. Da bin ich doch gespannt, was wir da oben finden. Ob es da oben weitergeht? Ich weiß es nicht. Oder ob es da nur eine Belohnung mal gibt? Vielleicht mal eine coole Belohnung? Das wäre doch nicht verkehrt. Tote kleine Smaragdspinne. So ein schöner Name. Eine Smaragdspinne. Ein Smaragdspinni. So, da ist auch noch mal eine. Die haben wir aber schon. Dann haben wir die noch. Und die 2 noch. Und dann hier auch. Und das war's.
Gut, wunderbar. Wie schaut es mit Krea aus? Boah, noch 61 Punkte. Dann hat sie die nächste Stufe. Und bei ihm hier sind es noch 280 Punkte. Dann hat er Stufe 11. Sehr cool. Wunderbar. Das werden wir dann auch erleben, aber erst in der nächsten Aufnahme. Und dann denke ich mal, gehen wir zuerst da hoch oder wir werden dieses Spinnennest hier unten noch ein bisschen näher untersuchen. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung wir gehen, aber in irgendeine Richtung werden wir auf jeden Fall weitergehen. Und das erlebt ihr dann in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, ihr helft uns damit und schreibt auch gerne mal einen Kommentar, weil ich würde mich freuen, euch also zu sehen, wer diese Videos so anguckt und was euch da besonders gut dran gefällt. Das würde mich mal interessieren. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dann, macht's gut. Valete!